Moin, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim auf der Switch. Ja, befinde mich mit Serena unterwegs nach Brügge, um einen Mottenpriester zu finden. Im Kaiserreich, da soll einer sein. Da werden wir uns hingeben. Ich habe euch einfach mal die Schnellreise erspart. Und wir eiern sofort da zu Fuß hin. Denke mal, das macht am meisten Sinn. Sonst hätte man wieder. Also die Schnellreise habe ich schon gemacht, aber dicht daran. Aber jetzt den ganzen Weg dann nochmal links zu eiern, das dauert ja auch mal so lange. Und so ist es doch angenehmer. Sparen wir uns ein bisschen Weg. So, wir werden uns mal da jetzt auf den Weg machen. Ja, wie gesagt. Ja, kurz zwischendurch. Serena oder Serana oder Serena. Also Serana steht da mal, Serena sagen die immer. Ist dabei, die Tochter des Fürsten. Und ja. Oh, hier ein Bär. Oh, schaut noch mich. Hat er sich verkrochen, der Bär, als er gesehen hat, dass ich ein Vampir bin. Will ja auch keiner von einem Vampir gefressen werden, oder? So, hier in diesem Dörfchen sollten wir Rede und Antwort finden, um diesen Mottenpriester rauszufinden, wo der genau sitzt. Schauen wir mal. Da, Drachenbrücke entdeckt, ja. Oh, Shields. Okay. Natürlich mitten in der Nacht angekommen, ist natürlich ein bisschen blöd. Oder auch nicht. Außenposten, okay. Da reden wir mit ihm mal. Dann stimmt es also, was man sich erzählt. In Weißlauf hatten sie einen Drachen gefangen und ihr habt ihn befreit? Bei den Göttern. Warum habt ihr das getan, Mann? So. Ah, das war also ein Mottenpriester. Er fuhr vor kurzem mit einer Soldateneskorte durch die Stadt. Sie hielten aber nicht an, sondern fuhren direkt nach Süden über die Drachenbrücke. Okay, so lange startet von Drachenbrücke südwärts. Okay. Machen wir. Das muss der Süd. Oben ist ein S, muss der südwärts sein. Oh, hier lecker. Ein Festschmaus. Ah, lustig. Eieiei. Auch die Bauten hier, ne, die sie haben. Hinten qualmt es. Da mal gucken, wo es qualmt. Was das ist. Es qualmt gar nicht, das ist Wasser. Na gut, wir befolgen der Straße einfach mal und werden ja dann rauskriegen, ob die längs gefahren sind oder auch nicht. Oh. Ich würde sagen, hier war ein Angriff. Der Wagen liegt auf der Seite. Die Tiere sind weg. Und es lebt noch ein Mensch hier. Eine Leiche. Oh, ist tot. Was ist denn hier? Wir suchen den Vampir. Vampirnotiz nehmen wir mit. Lies die Notiz. Schauen wir mal rein, was da drin steht. Bücher vielleicht? Das Edikt. Papiernotiz. Bereite deinen Überfall gleich südlich von Drachenbrücke vor. Bringt den Mottenpriester zum Ahn versteckt und halte ihn dort fest, bis ich seinen Willen brechen kann. Malkus. Nimm den Mottenpriester gefangen. Ahnenversteck. Wo ist denn das Ahnenversteck? Okay, schauen wir mal kurz. Karte, wie weit das weg ist. Ach, nicht so weit, kann ich rüberrennen. Aber wir müssen dann einmal, ich würde einmal ganz kurz meine Stufe angucken. Bin aufgestiegen. Was wir da, ich würde sagen, wir machen mal die Magiker höher. So, Talente verbessern wir mal noch nicht. Gehen erstmal jetzt direkt drauf zu. Okay. Wasser? Sehr spannend. Müssen wir den wahrscheinlich befreien, um ihn gefangen zu nehmen. Auch geil, ne? Mal jemanden befreien, um ihn gefangen zu nehmen. Ich da nicht hoch? Doch. Mann, versteckt muss er das da hinten sein, ne? Okay. Zwei Höhleneingänge. Nee.
Hier ist auch Blut. Auf einen kleinen Kampf. Da ist es versteckt. Wir sprechen vor mal. Gehen da rein. Ich bin gespannt. Ein kleiner Kampf würde mir ganz gut tun jetzt. Herüt ist der diadreische Prinz der Aufgaben in Ordnung. Hier hinten ist auf jeden Fall Magie im Gange. Da unten sind Leute. Da hinten ist ein Wolf. Da unten ist auch noch ein Wolf. Oder irgendwas anderes. Welchen Weg soll man gehen, Serana? Den hier aber nicht, da fallen wir runter. Wir müssen den hier gehen. Komm mit. Okay, die haben wir schon mal erledigt, die kleinen Hündchen. Schoßhündchen des Teufels. Versuchen wir uns mal ranzuschleichen, vielleicht bringt das ja was. Okay, wir müssen da rein. Speichern mal ganz kurz. Blöder Troll. Okay. Das ist da unten drin, ne? Serana, kannst du die nicht einfach abschießen? Ja, wir gehen hier rein. Ist ja auch nicht gut, wenn sie jetzt sterben würde, ne? So. Jetzt müssen wir wieder hochkommen. Ah, hier ist ein kleiner Auftrieb, der Aufgang. Okay, lass mal gucken, ob wir jemanden finden, den wir mitnehmen können. Nicht danach aus irgendwie. Hier hinten drin. Diese Vampire haben ihre Haut wirklich teuer verkauft. Glaubt ihr, er steht unter ihrem Bann? Keine Ahnung. Was war das? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. So. Das wird euch eine Lehre sein. Bitch. Okay, schauen wir an. Bia, da okay, da war Schild. Wahrscheinlich schlecht, aber ich kann es nicht. Ich brauche unbedingt eine Hütte, wo ich Sachen lagern kann. Weinstein-Fokus. Moment. Da drin ist er auf jeden Fall. Wir müssen dann mal gucken, ob wir den befreien können. Hier ist irgendwie eine Truhe. Tue ich uns erst rein. Rolle des Rufes.
Gehen wir da raus? Hm. Ach, da oben, okay. Da hoch. Für sie nicht mehr. Ist wohl verschwunden. Vor euch habe ich keine Angst. Musst du doch nicht haben. Vor euch habe ich keine Angst. Vor euch habe ich keine Angst. Ach. Und du? Eure Art ist eine Schande für Tamriel Monster. Na gut. Eure Art ist eine Schande für Tamriel Monster. Was machen wir jetzt? Ist wohl verschwunden. Ist wohl verschwunden. Ist so geil, jetzt kann ich mit ihm wieder nicht reden. Ist irgendein Bug wieder hier drin. Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Er ist wohl abgehauen. Was machen wir jetzt? Ist auch blöd. Kann ich nichts machen? Sitzt er da unten und macht nichts, sozusagen. Eure Art. Vor euch habe ich keine Angst. Er ist wohl abgehauen. Okay, er hat keine Angst vor uns. Was bringt mir das denn? Schande für Tamriel Monster. Muss mal in die Quest gucken. Vielleicht muss ich ja irgendeinen Zauber machen, damit ich ihn mitnehmen kann. Schau mal. Wende deine Vampirverführung auf. Ah, meine Vampirverführung. Okay. Warte, was stand da noch? Woher. Nimm den Mottenpriester gefangen. Okay. Wenn der meine. Okay. So, warte mal. Mal kurz gucken, wie. Nein, Magie. Was wir denn so eine Verführungskunst haben. Ja. Vampirverführung da. Ist wohl verschwunden. Ist wohl abgehauen. Reden. Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. Vor euch habe ich keine Angst. Okay, dann müssen wir ihn nähren. Ah, okay. Bei den Göttlichen. Als wären meine Augen geöffnet worden. Ich bin vom Licht eurer Herrlichkeit ganz geblendet. Ich muss euch gehorchen. Was soll ich für euch tun, Meister? Beauftrage euch, zur Burg Olkiha zu reisen. Natürlich. Wo kann ich diese Burg finden? Oder Nordküste von Himmelsrand. Dann mache ich mich sofort auf den Weg. Ah, das ist doch mal cool. Hä? Oh, er ist schon losgegangen, okay. Berichte Haken von deinem Erfolg. Ja, dann müssen wir zurück wieder, ne? Den ganzen kleinen Weg zurück. Los geht's. Ja, sehr schön. Okay, das war jetzt gar nicht so schwierig. Aber irgendwie eine coole Quest. Ach, da läuft er auch noch. Ist ja witzig. Lass uns weitergehen. Wer erst aber Hakon ist. Er oder wir? Müssen wir schon rausfinden. Ey, wo ist er? Aber schnell ist er trotzdem, ne? Kleiner Flitzer hier. Ist ja abgefahren.
Wie lauten eure Befehle? Ich hab schon gehört, was du machen sollst. Ja, super. Ein gruseliger Stab. Weg zu laufen, mag er ihnen das Leben zur Hölle machen oder ihm helfen? Das ist ja schön, dass es auch Wahnsinnige gibt. Weil es ein Vampir, was jetzt erwarten, ne? Was willst du erwarten? Okay, wir reisen direkt wieder dahin. Und berichten von unserem Erfolg. Oh, die Sonne. Muss beeilen. Aha. Das ist schon anderes. So, gehen wir rein. Wenn dem Prinzen, dem Fürsten kurz Bescheid geben. Und ich denke mal, man kriegt eine kleine Belohnung vielleicht. Wäre auf jeden Fall angebracht, finde ich. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wartezeiten, die stören mich so ein bisschen. Das ist das Einzige, was mich stört an dem Spiel. Dass diese Ladezeiten. Das nervt. Aber das kann man ja auch nicht anders lösen. Ich meine, so viel Speicher hat die Switch jetzt auch nicht. Trotzdem ist es schade. Hallöchen. Das Leben hier hat viel gut gemacht. Ich habe den Mottentriester zu meinem Diener gemacht. Ja, das sehe ich. Ich hoffe, seine Gefangennahme war nicht zu schwierig. Dämmerwachter versucht mich aufzuhalten, aber sie war keine echte Bedrohung. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen und hätte den Klang ihrer Schreie gehört. Nun, euer Diener wartet und wir haben ihm die Schriftrolle der Alten gegeben. Befehlt ihm, sie zu lesen. Und lasst uns gemeinsam die Worte der Prophezeiung hören. Ich war überrascht, dass er beim letzten Treffen mit unserem Meister nicht dabei war, Dingalmo. Meister, ich bin wie befohlen hierher gereist. Ich habe eine neue Aufgabe für euch, Diener. Natürlich. Was soll ich für euch tun? Ihr müsst eine Schriftrolle der Alten lesen. Ah, richtig. Die Schriftrolle der Alten. Ich muss zugeben, ich freue mich schon darauf. Dann möget ihr mit eurer Lesung beginnen. Natürlich, Meister. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Na gut. Die Aufgabe wahrscheinlich, zwei Schriftrollen zu finden. Das Leben hier hat das war... Meine betrügerische Frau hat eine davon gestohlen und ist danach verschwunden. Die andere ist nach meinen letzten Informationen in den Tiefen einer Dwemer-Ruine verschollen. Mir scheint, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Doch wir sind unserem Ziel so nahe und ich habe so lange gewartet. Da kann ich auch noch etwas länger warten. Okay. Dem Echo nach. Sprich mit Serena.
Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Gerne. Dieser Mottenpriester Dexion, er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Warum habt ihr es nicht schon früher gesagt? Ich wollte nicht, dass dieser Haufen Wind davon bekommt. Ganz besonders nicht mein Vater. Was ist zwischen euch beiden passiert? Seit er beschlossen hatte, die Prophezeiung zu seiner Berufung zu machen, haben wir uns voneinander entfernt. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wo ist denn diese Schriftrolle der Alten? Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Klingt fast, als wäre sie vorsichtig gewesen. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Wie wäre es denn genau hier in der Burg? Moment, das ergibt fast einen Sinn. Ich habe meiner Mutter dabei geholfen, einen Garten im Innenhof zu pflegen. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Ist es nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben? Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Wie kommen wir hinein, ohne dass euer Vater das bemerkt? Vertraut mir. Ich habe hier sehr lange gelebt und ich kenne jeden kleinsten Winkel. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Lasst uns zum Geheimgang der Burg gehen. Na los, sie ist gleich um die Ecke. Super, das Ganze werden wir auch machen und zwar in der nächsten Folge. Denn jetzt ist schon wieder Schluss, Zeit ist abgelaufen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, vielen Dank, tschüss.